Schön, dass ihr alle so zahlreich hierher gefunden habt. Ich bin Timo von der Ortsgruppe der Interventionistischen Linken. Wir sind ein bundesweiter Organisierungszusammenschluss und sind seit vielen Jahren auch hier in Frankfurt präsent und aktiv. Und ich und wir freuen uns außerordentlich, dass wir hier und heute Marlene und Matej begrüßen dürfen. Und Matej ist dafür auch extra aus Slowenien angereist. Genau, zur Veranstaltung eine Frage der Freiheit. Kritische Berichterstattung und demokratische Selbstverwaltung im Schengal. Der heutige Abend wird sich so in etwa in drei Blöcke strukturieren. Der erste Block wird durchzogen sein von einem Input, jeweils von Marlene und Matej. Es werden auch so ein paar Videos gezeigt. Danach gehen wir in so eine Fragerunde rein und werden dabei verschiedenen Themen annähern, wie zum Beispiel die deutsche Rolle eigentlich in der internationalen Waffenmaschinerie. Und wir werden einen kurzen Blick nach Kassel werfen. Wir werden über Journalismus als Wertehaltung sprechen und natürlich auch über den vergangenen Genozid an der jesidischen Bevölkerung. Und als dritten Block seid ihr alle herzlich dazu eingeladen, den zwei Gästen hier auf dem Podium Fragen zu stellen. In diesem Sinne nochmals vielen herzlichen Dank, dass ihr beide hier seid. Ist mir eine große Freude und stage is yours. Okay, hello. Again, if somebody doesn't understand me, won't understand this, but the translation is there. Thank you again for inviting us here. As we said, I will take now about 15 minutes to explain a bit the current political situation in Schengal. There's a lot of things we still don't know because, as you have heard, our stay there was interrupted, made short. So to say at the beginning, basically, one of the questions that we were asking ourselves, which all political actors are present in the region? Because as you come there, you see checkpoints manned by, if you don't read, by just from a perspective from the ground, there are checkpoints manned by different militias, and there's a history of what is the Iraqi government, what is the KDP or the Kurdish regional government, which are the forces of the self-administration, and so onward. So maybe to make it a bit simple in the short time that we have, is to talk about it threefold. So at the beginning we have the government of Iraq, which is the one actor. Then we have the Kurdish regional government, which is basically the autonomous region which exists after officially since 2003, in de facto since 1991, which is mostly ruled by the Barzani family and the Kurdish and the Democratic Party of Kurdistan. And the third actor is the self-administration, politically as well as in the context of self-defense through its forces of Yebeshe, Yezheshe, and their Asayish. One more important thing is the Hashd al-Shaabi militias, which are connected as well to the Iraqi government, but we will talk about this later. To give maybe now a short, because I started directly with the political situation, already presupposing you know something, because we have such little time. So to say maybe about the Yazidis, so the majority population who lives there. They're an ethno-religious group. Now, where they came from and
How long they've been there, as it's a bit hard to establish, but very long, as they say, very, very, very long. As they live in, or they lived also in Afrin, who is currently under occupation, so they mostly don't, but otherwise also in Iran, Syria, parts Armenia, parts of the former Soviet republics. And as I said, they're an ethno-religious group, which means that their religion as well as their ethnicity, they're the same thing. Now, for this, there is many reasons. One of the main of them is they, for them, there is no marrying inside, outside of the Yazidi group, so they cannot marry with somebody who is not Yazidi and stay Yazidi, or also somebody else cannot marry inside, so there cannot be conversions into Yazidism, which is why one of the reasons why there is lesser and lesser of them. But the main reason is the history of their persecution. So as they say, during their history, they've endured 74 of massacres. They say Fermans, the last one being done in 2014 by the Islamic State. Now, yes, maybe to go, to jump forward, so from mythological times and then coming of Islam in the 7th century and the repression through during the Ottoman Empire into the 70s, let's say, it's the... At that time, so the Yazidis, we're talking mostly in Schengel, because the Yazidis are in lots of places, even in Germany, maybe some of you are sitting here, and if you are, please interrupt and say better. So, as said, you know, I've never been in a, such a big crowd. It's quite big. What was I saying? You jumped to the 70s. To the 70s, yes, Saddam Hussein. So basically the Yazidis joined the Kurdistan Revolution that was happening in south of Kurdistan, led by the Barzani family, but then this revolution failed. And after that, Saddam Hussein basically eradicated, bombed the mountain of Schengal. And this is important because the mountain of Schengal is, I mean, even now it's of geostrategic value. It also has oil, water, and basically if you look like from the Euphrates, the Tigris and the Turkish mountains in the north and Baghdad in the south, it's basically all plain, and this is like one big plateau which has historically served as the refuge even in the 20s. when the Armenian genocide was happening, like thousands and thousands of refugees were welcomed by the Yazidi community, Armenians and Christians, to take refuge there from the Ottoman army. Ottoman, not really anymore. And this is... Saddam Hussein. You know, it's a lot to say because it goes, as we said, you know. And also they're really good speakers, so I'm not a writing type, and there, because it's an oral tradition, everybody knows how to speak very well, and then you try to imitate it, but then you realize you come from the tradition of the book, which is one of the reasons why they got persecuted. So but we'll talk about that later. To continue with Saddam Hussein. Bombed the whole mountain where there were Yazidi villages, and built in the surrounding of the mountain villages which they called komelgeks, to basically take away their possibility of self-sufficiency in the context of agriculture, but also self-defense. And around encircled the new Yazidi villages with Arab Sunni villages. Also, it's important to mention that Schengel historically was, I mean,
a lot of it was Yazidi, but it's one also one of the names for it is like the year-long neighborhood, because all of the different ethnicities and religions that existed there through the centuries or even millennia. And this repression got worse and worse, and there was during the regime of Saddam Hussein, with conscription efforts through the Yazidis, which is again a continuation from Ottoman times and also from the Britain during the British, as well as slowly building mosques within the Yazidi villages, trying to kind of narrow their life space. In 2003, with the coming of the American invasion and the fall of the regime of Saddam Hussein, KDP, so the generally the Kurdish regional government, but mostly the KDP, so the Kurdistan Democratic Party, came to rule the region. And now, Shengal is part of what you would what's called the disputed territories of Iraq, besides Kirkuk and some other places, which are basically disputed between the central government in Baghdad and the Kurdish regional government in Erbil. And so in 2003, KDP came in, but it was not part of the autonomous region of Iraq. So it was still the state structure of Iraq, but filled with KDP personnel. What the people say in Shengal is, especially Yazidis, that this time for them is a time of discrimination, because what they say is that KDP kind of systematically denigrated them in the context of them being non-believers. Because, yeah, KDP are Kurdish Muslims, and in this context, I mean, not just because of this, but because of KDP, they try to say to the people, do not buy their food, because if you take food from them, they are haram, because... Now, to come back to the story of the book, Yazidis were, through centuries, viewed by Muslims as heretics, as non-believers, as pagans, because firstly, because their belief has a lot of elements of nature worship, and because of the orality of their tradition, they don't have a holy book, so they don't have the same status of protections like the Christians and Jews have, which was one of the main reasons, or let's say internal justifications for the Islamic State to do to the Yazidi people what they did in 2014. So basically, denying access to markets culturally to the Yazidi people, which are basically a very whose substance still mostly is based on agriculture, on animal husbandry, who, I don't know, only in the 70s got, let's say, a bigger part of the population that went to study to Mosul, and similarly, like urban elite, if you want to call it. So this was, yeah, very bad. So a lot of the Yazidis left even the city of Shengal. Now, in 2014 comes the Islamic State, and this is still the time, as we said before, from 2003 to 2014 is the rule of KDP. Now, KDP said to the Yazidis, don't worry, we're here to protect you. The Peshmergas are here, the Peshmergas are the armed branch of Kurdish parties in general, in Iraq at least. And in some cases, they even disarmed them. But then when the Islamic State progressed closer and closer, they ran, and thus leaving the Yazidis to their own fate, which is something that is one of the main, even today,
factors of resentment from the Yazidi community to the KDP and the Peshmerga and the KRG in general, and we'll return to that later. When this happened, a lot of the Yazidis from the surrounding villages, because as we said before, from the 70s, not much were living on the actual mountain, ran again to the mountain. But not just Yazidis, also Shias. There were also some instances of self-organized defense against the Islamic State in the villages. And then the Islamic State, which came in August 2014, was basically only defeated in August, in September next year, I think. So in the end of 2015, so more than a year, the Islamic State was basically occupying Shengal, the city and some places around it, while the resistance was mostly on the mountain. Now, how the resistance developed, it was mostly self-organized Yazidi and other ethnicities, also Turkmen militias on the mountain, with also some air Peshmergas being there, some air support from different European countries, and some also military air support from the USA. But the deciding factor was basically when to get the people from the mountain is when the People's Protection Forces units from the northeast Syria, YPG and YPJ, and the Women's Protection Units came to the mountain of Shengal and opened the corridor so the people could flee to safety in northeastern Syria. Now currently, maybe because later we won't have time, there's a big wall being built between Shengal and Syria, and this is a huge pain in the context, like you're taking our road to freedom. And besides them, also the armed wing of the Kurdistan's Workers' Party came to the region and helped organize the self-defense militias of the Yazidis. Now, in the context, because the name of our talk here is the self-administration in Shengal, the context of the mountain, so basically all of the people being stranded on the mountain without water, without medical supplies, without education, this is where the start of the self-administration happened. So basically taking care of all of these basic services and self-organizing around them in camp conditions is basically what later slowly led to the establishment of the self-administration, I mean, which was named so in 2017, if I'm not wrong. And also this is the time when the Yebeshe and the Yezheshe and the Asayish, so the Shengal resistance units and the Shengal's women units and what we could say police force were already getting their seedlings grown. Now, after the Islamic State is defeated in 2015 by joint efforts of everybody, KDP comes back. So basically, because when KDP ran, not just the Peshmerga ran, but like the whole administration. So they came back. The self-administration slowly grew because there was a big vacuum. There was a big political and public services and security vacuum, because even from before, from 2013, Shengal didn't get a government budget. So it's not something connected to the coming of ISIS, but it's a problem with a longer beard. A big political and military turning point is October 2017, when the Kurdish regional government, Kurdish autonomous region of Iraq, tries to do an independence referendum. They fail. I mean, 90% are for, but because of the realpolitik circumstances, it's not accepted. And so the Iraqi army and the Hashd al-Shaabi
come to Shengal and again KDP and Peshmerga flee. Now Hashd al-Shaabi, just to explain them shortly, are basically militia, currently mostly Shia pro-Iran militias, which were established in 2014 by a fatwa by a great Ayatollah to raise up and fight against ISIS. And in 2017 they came and are still there since then. Now, this is, yeah, mostly since 2017, we're running short on time, mostly nothing changed. I mean, the administration from KDP tried to come back three times. They were prevented by local forces and communities. They have their own mayor, the local people. There's even a local mayor in Shengal, so it's a constant... dance. Now, the current framework of, let's say, how it's talked about, what's going to happen in Shengal, it's important to mention the Baghdad-Erbil Agreement, as it's called, or the Sinjar Agreement, which was made in 2020 between Baghdad and Erbil. And supported by the United Nations mission in Iraq, so UNAMI. And the deal says, all of the armed militias, you have to disband. Iraqi army is the only one who will, or the official forces of the Iraqi state are the only ones who will take care of security there, and they will open up like a new security force, which will be made up of Yazidis, which will come from camps in the KRG. Now, this is also one thing important to mention before we go to the other points of the Baghdad-Erbil agreement, that currently there are 220,000, let's say 200,000 refugees from Shengal, so internally displaced persons in the camps and different forms of housing in the Kurdish regional, in the Kurdish region of Iraq. If we look at, I mean, it's really hard to talk about numbers, but so you understand the orders of magnitude. Let's say Shengal has now currently 150,000 people, maybe even less. There's 200,000 in Iraqi Kurdistan and 100,000 which after 2014 fled to Europe, America and Australia. So this is important to mention. And now to continue on back to the Baghdad-Erbil deal, the third thing it wants is to bring back the KDP administration. It says they want Iraqi administration, but in practice this means that it's KDP because they don't have basically much more other people, because even whenever they tried to come back, when the whole administration went, all of the people who actually know how to do bureaucracy went with them, and now they're basically residing in Duhok. And also the what the deal mentions is in specifically the disbandment of any PKK linked, so the Kurdistan, the Workers' Party of Kurdistan linked structures, but they don't specify what. And this is basically something, this Baghdad-Erbil deal is constantly, whenever internationally or in Iraq it's talked about Shengal, it's talked about through the specter of this deal. Now the problem with this deal is that the people in Shengal weren't consulted. So the people from the self-administrations, from the Hashd al-Shaabi militias and the local communities there, they have a problem with the deal because it's again a foreign imposition. So after they endured a genocide, they armed themselves after everybody left them, and now they're trying to bring the same people back again and disband basically what they see as their as the only guarantee for their further survival, but not just survival, but freedom. That now I'm already 20 minutes, so
there's a maybe for the questions, the interesting part is to understand how the self-administration has its own institutions parallel to the institutions of the Iraqi state and the Kurdish regional government. So it's not a territorial self-administration, but it's, I don't know, it's as if we would do here a big cooperative, and this cooperative would slowly take over functions of the state. And to understand this, this parallel is, I think, interesting in how it works. But now the time is over. I hope it was understandable, maybe later more. Marlene. Einfach hin. Ah ja. okay, dann würde ich jetzt mal weitermachen. Mein Teil ist so ein bisschen mehr darauf aufgebaut, was wir da eigentlich gemacht haben, und auch sehr, sehr viel. Beziehungsweise ich würde das nochmal so ein bisschen einordnen. Wahrscheinlich haben ja auch einige das mitbekommen. Es war ja nicht der Plan, dass wir als Personen so sehr im Mittelpunkt stehen, sondern wir wollten ja eigentlich gerne über die Situation vor Ort sprechen, und vor allem nicht nur über die Situation vor Ort, sondern was eigentlich unser Ziel war, war, dass die Menschen selber dort eine Möglichkeit bekommen, auch zu sprechen, weil auch, wie Matej gerade schon gesagt hat, gerade auch dieser Bagdad-Erbil-Deal einfach nochmal sehr stark zeigt, wie oft über die Köpfe der Menschen hinweg entschieden wird und wie sie immer wieder Spielball von verschiedenen Machtinteressen werden. Und unser Ziel war eigentlich auch mit dem Dortsein wirklich einmal den Menschen auch die Möglichkeit zu geben, eigentlich ihre Perspektive zu sagen und das auch in westlichen Medien mehr zu bringen. Generell war der Ausgangspunkt auch, dass 2014 der Genozid war, und viele der jesidischen Menschen, die wir getroffen haben, sagen eigentlich, der Genozid hält noch immer an. Das hat mehrere Gründe, weil sie es nicht so eng sehen, als der Genozid war das und das und dort wurden die Menschen umgebracht, sondern es gibt immer noch sehr, sehr viele vermisste Menschen. Es gibt weiterhin Angriffe, die vielleicht nicht mehr vom IS oder dem sogenannten Islamischen Staat, wir sagen eigentlich immer Daesh, begangen werden, aber von der Türkei zum Beispiel. Die Menschen haben einfach das Gefühl, sie können sich überhaupt nicht erholen von dem, was passiert ist. Auf der anderen Seite gibt es weiterhin die Gefahr von Angriffen von auch dem sogenannten Islamischen Staat. Das hat auch zu tun mit einer Nichtübernahme von Verantwortung von zum Beispiel Deutschland oder auch anderen internationalen Staaten. Es gibt riesengroße Gefängnisse in Nordostsyrien, wo die Selbstverwaltung dort auf sich gestellt ist und tausende IS-Mitglieder dort versucht unter Kontrolle zu halten. Und es gab ja auch auch in der Zeit, als wir dort waren, einen Angriff von eben dem Islamischen Staat wieder auf ein Gefängnis, um dort eben sehr, sehr viele Mitglieder zu befreien. Das alles ist natürlich immer noch präsent. Auch wenn es heißt, dass der sogenannte Islamische Staat militärisch besiegt ist, ist die Ideologie oder das Denken noch nicht besiegt, und das macht den Menschen weiterhin Angst und sie fühlen sich darin nicht unterstützt. Gleichzeitig hatten die Menschen immer noch nicht die Möglichkeit, viele, viele ihrer Verwandten zu bestatten, weil es einfach, und da werde ich auch gleich nochmal drauf zurückkommen, noch nicht weit gekommen ist, die Massengräber zum Beispiel zu exhumieren, also DNA-Proben zu nehmen. Es fehlt einfach an Mitteln, die DNA zuzuordnen, wer es wäre, damit auch die Familien ihre Verwandten bestatten können, ihre Freundinnen bestatten können. Und das heißt, der Schmerz läuft immer weiter und es kann auch nicht damit abgeschlossen werden. Es wird wahrscheinlich nie damit abgeschlossen werden. Und trotzdem sagen sie, dass es noch so in der Luft hängt, dass vieles einfach noch nicht aufgeklärt ist und dass Menschen noch immer noch ihre Verwandten suchen. Was Schengal so besonders macht, ist, dass gleichzeitig, und das wird hoffentlich in dem, was wir gleich zeigen, auch nochmal bewusst, neben dem ganzen Leid und dem ganzen Schmerz, der gezeigt werden muss, und deswegen ist der Genozid auf jeden Fall auch immer Teil, obwohl der in den Medien ja auch sehr präsent war 2014, für uns auch wichtig gewesen zu sagen, okay, aber was ist denn eigentlich jetzt? Wie leben die Menschen dort und was ist eigentlich ihre Perspektive für ihr Leben? Und dem eben auch eine Bedeutung zu geben, und deswegen sind wir eigentlich damit dort gewesen, dass wir natürlich über den Genozid berichten wollen, aber auch dort die Berichterstattung, die hier ankam, ja sehr stark
davon ausgegangen ist, dass die Jesidinnen maßgeblich Opfer waren. Und auch da haben viele Menschen uns gesagt, sie wollen nicht nur als Opfer gesehen werden, weil es sie stigmatisiert und weil es auch dazu führt, dass sie nicht ernst genommen werden in der jetzigen Politik zum Beispiel, sondern auch den Widerstand zu zeigen. Sie haben uns sehr, sehr viele Geschichten erzählt, die ich gleich mit euch teilen werde, mit auch Fotos, die ihnen sehr wichtig waren, dass auch diese Geschichten die Menschen mitbekommen. Und daraus folgt eben auch eine Stärke zu sagen, okay, wir wollen uns selbst verwalten. Die Menschen, die über ihr Leben entscheiden sollen und können, das sind wir selber und nicht verschiedene Regierungen oder verschiedene Mächte in der Region, sondern wir sind stark genug, das selber zu machen, und das wird ihnen eben sehr oft abgesprochen. Und das andere sind die türkischen Angriffe, die wir einfach nochmal präsent machen wollten, weil sie einfach das Leben in der Region sehr, sehr stark belasten und ja, die Menschen eigentlich immer weiter davon abhalten, sich wirklich ein neues Leben aufbauen zu können. Und das waren so ein bisschen die drei Schwerpunkte, zu denen wir recherchiert haben und zu denen wir jetzt ein paar Sachen teilen wollen. Wie ich eben schon gesagt habe, war unser Ziel vor allem auch, den Menschen eben eine Stimme zu geben. Das hört sich immer so ein bisschen platt an, aber tatsächlich war das was den Menschen, also was viele dort gesagt haben, ihnen auch sehr wichtig ist. Und das war auch zum Beispiel ein Punkt, warum wir gesagt haben, wir wollen da so lange hin, wir wollen die Sprache lernen, wir wollen wirklich verstehen, wie die Situation vor Ort ist, weil natürlich auf der einen Seite es immer sehr undurchsichtig wird und hier wird das oft abgetan mit Chaos, aber es ist kein Chaos. Es ist einfach eine sehr viele Akteure, die dort wirken, und was uns wichtig war, ist dann einen Durchblick zu bekommen, das auch zu teilen, das verstehbar zu machen und eben den Menschen diese Stimme zu geben, und deswegen wird vieles davon auch einfach von den Leuten vor Ort sein. Das sind alles Sachen, die noch nicht groß bearbeitet sind. Das wurde uns alles erst im Nachhinein wieder zugespielt über Internet. Das ist alles immer ein bisschen kompliziert, deswegen betrachtet es als die ersten, wir teilen sozusagen das erste Mal Sachen, die wir dort erlebt haben, die wir dort erfahren haben, die wir dort dokumentiert haben, aber das ist alles noch eine sehr klare Rohfassung. Genau, das könnt ihr auch so betrachten. Und ja, jetzt habe ich dieses komische Ding hier. Ich versuche das mal. Ich würde einfach mal damit anfangen. Auf diesem Bild sehen wir Girzerik. Das ist ein Dorf in Şengal, also in der Region Şengal. Auf dem Bild sehen wir auf der einen Seite das Massengrab, was dort genau immer noch nicht ausgehoben wurde sozusagen. Also die Menschen wissen, dass ihre Verwandten dort begraben sind, aber sie können sie eben nicht beerdigen, weil es ein Massengrab ist und die Knochen immer noch nicht es möglich war, die DNA zu prüfen und dann auch die Menschen zuzuordnen und wirklich sie zu bestatten. Da kommen immer wieder Familien, hängen Blumen hin und so weiter und so fort. In verschiedenen anderen Dörfern sind Menschen tatsächlich auch, obwohl sie komplett ausgestorben sind, wieder zurückgezogen, um näher bei ihren verstorbenen Verwandten zu sein. In Girzerik ist das nicht möglich. Ihr seht auch vielleicht da links diesen Erdhügel auf der Seite. Die einzige Straße, die geräumt ist in diesem Dorf von Minen, ist die Hauptstraße, und in jeder Seitenstraße sind quasi diese kleinen Hügel, weil es einfach den Selbstverwaltungsstrukturen nicht möglich war, alle Minen zu räumen. Also der IS hat ja sehr strukturiert die Dörfer, die er verlassen hat, nochmal vermint, damit die Leute ja nicht zurückkommen können, und das zieht sich eben bis heute. Auch viele Menschen, die Minen geräumt haben, sind währenddessen umgekommen, also viele Menschen, die versucht haben, eben die Dörfer wieder bewohnbar zu machen, wieder die Möglichkeit zu geben, den Menschen auch wieder zurückzukehren, weil sehr, sehr viele wollen zurückkehren, sind bei diesen Versuchen ums Leben gekommen, und es fehlt einfach an allen Ecken eigentlich an Mitteln. Also und an Unterstützung, sowohl vom irakischen Staat, aber auch von der internationalen Gemeinschaft, genau das Leben auch wieder aufbauen zu können. Das ist die eine Seite von Girzerik. Girzerik war auch die erste Stadt, wo Daesh angegriffen hat. Das war in der Nacht vom 2. August auf den 3. August um 2 Uhr nachts. Wir waren sehr, sehr eng mit einer Person, die aus Girzerik kam, also mit der wir tatsächlich auch verhaftet wurden, ein enger Freund von uns. Und er hat uns auch ein bisschen erzählt, wie das ablief. Und ihm war eben sehr, sehr wichtig zu sagen, dass nicht Daesh einfach kam und alle überrannt hat, sondern dieses Dorf hat sich zusammengetan. Und zwar nicht nur jesidische Menschen, sondern auch muslimische Menschen, die wirklich zusammen Widerstand geleistet haben gegen Daesh, Daesh auch zurückgeschlagen haben, also sogenannten Islamischen Staat. Und Daesh dann aber um 5 Uhr morgens wieder angegriffen hat und dann eben dort auch sehr, sehr viele Menschen umgebracht hat. Das Massengrab, was wir auf der Seite sehen, da sind ungefähr 60 bis 70 Menschen begraben. Ja, das dazu.
Genau, der Feldzug von Daesh ging dann weiter. Hier sehen wir auch wieder auf der rechten Seite, das sieht man jetzt nicht, ist ein Massengrab wieder mit Blumen geschmückt. Und hinter diesen Stacheldrahtzäunen, das ist alles, wie ihr seht, sehr, sehr provisorisch, ist auch ein anderes Massengrab. Das ist die Stadt Siba, die ist ein bisschen ein paar Kilometer von Gizerik entfernt. Und auch dort wurde sehr starker Widerstand geleistet von der Bevölkerung. Es gibt auch noch einen anderen Ort, den habe ich da jetzt nicht mit reingenommen. Dort sieht man auch wirklich noch, wo die Leute erhängt wurden. Und auch an diesem Ort wurden 70 bis 80 Menschen, die eben Widerstand geleistet haben, ermordet und liegen in diesen Massengräbern. Siba ist allerdings eine Stadt, wo viele Menschen wieder hingezogen sind, um eben nah bei ihren Verwandten zu sein, um auch wieder ihr Dorf zurückzuhaben und sich nicht vertreiben zu lassen. Genau, und das beginnt gerade, dass Leute dort wieder wohnen und da wieder ihr Leben gestalten. Das ist auch eins der Dörfer, ein bisschen größeres Dorf, Tillaseh. Das liegt eigentlich zwischen Gizerik und Siba. Und die Statue, die wir sehen, ist von einer jungen Frau, die auch sehr starken Widerstand geleistet hat gegen den islamischen Staat. Und das ist einfach sehr, sehr wichtig für die jüdische Bevölkerung auch zu sagen, dass sie eben auch Widerstand geleistet haben und dass sie auch eine Stärke haben. Und genau, da ist diese junge Frau, sie ist da hinten zur Schule gegangen und die Schulkinder, wenn sie zur Schule gehen, jetzt grüßen sie auch immer. Also ist so ein bisschen so ein Ritual und es ist eine sehr, sehr wichtige Figur. Auf den Bildern sieht man das Frauengefängnis, also auf der rechten Seite sieht man das Frauengefängnis. Da kann man einfach reingehen, es gibt auch keine Mittel, das aufzuarbeiten, also oder aufzubereiten. Also ne, in Kocho zum Beispiel, das sieht man später auch nochmal, gibt es mittlerweile ein Museum, aber alles läuft sehr, sehr langsam. Also die Aufarbeitung von dem gesamten Genozid läuft einfach sehr, sehr schleppend und die Menschen versuchen das auf jeden Fall zu machen, aber es ist auf jeden Fall ein sehr langwieriger Prozess mit sehr, sehr vielen Schwierigkeiten. Genau deswegen ist es eigentlich einfach so gelassen, wie eben als die Frauen da gefangen waren. Das andere ist der Garten hinterm Haus oder das, was mal ein Garten war. Das war auch sehr krass, weil das sieht man jetzt nicht, aber quasi direkt vor diesen Decken unten ist ein Loch, wo quasi die Frauen, die sich Widerstand geleistet haben, erschossen wurden. Und erst zwei Wochen bevor wir dort waren, also bis dahin lagen auch noch die Knochen in diesen Löchern und erst zwei Wochen vorher wurden die quasi abgeholt, auch zur DNA-Probe, um überhaupt zu bestimmen, welche Frauen das sind. Also genau, ich sage all das, um nochmal die Dimension zu zeigen, wie langwierig dieser Prozess ist und wie wenig Unterstützung eben von der internationalen Gemeinschaft kommt, um auch mit diesem Genozid umzugehen. Viele der Menschen, das hat Mathe ja auch schon gesagt, sind dann in die Berge geflohen. Die Berge haben eine sehr, sehr lange und historische Bedeutung für die jesidische Bevölkerung. Die jesidische Bevölkerung spricht von 74 Genoziden in der neueren oder jüngeren Geschichte. Und die Berge waren eigentlich immer der Schutzort für die Jesidinnen. Also es ist sehr klar, dass immer, wenn Angriffe stattfinden, eigentlich der Ort ist, wo alle hingehen, weil er eben zum einen sehr gut zu verteidigen ist, aber zum anderen auch nochmal andere Möglichkeiten hat, sich zu versorgen. Und viele sind eben zu Fuß dahin gelaufen, es war ja alles im Sommer, es war so um die 50 Grad und dieser Wassertank, der da noch steht, also war ein Haus und dieser Wassertank, der da noch steht, da haben eben einige Menschen Rast gemacht, um die 40, andere sind weitergegangen, also ein Freund von uns, mit dem wir dort waren, der uns auch diese ganzen Geschichten erzählt hat, meinte, er ist eben in der Gruppe gewesen, die weitergegangen sind und die Leute, die Rast gemacht haben an diesem Platz, sind alle von Daesh umgebracht worden, weil sie dann eben Daesh schneller war. Genau, und auch dieser Platz ist eigentlich direkt an so einer Hauptstraße gelegen und so gelassen, auch daneben ist wieder ein Massengrab, was man hier sieht, das war das Haus von den Personen, die dort gelebt haben. Das, was man hier sieht, ist Sheikh Mend. Es ist ein sehr, sehr alter heiliger Ort, also aus dem 13. Jahrhundert. Da hinten sieht man die Trümmer von dem zerstörten Tempel. Also der Tempel wurde zerstört, der wurde aber auch wieder neu aufgebaut. Und das war eben schon
teils in den Bergen und dort wurden eben, sind eigentlich die älteren Leute, die eben nicht mehr so weit laufen konnten, bis in die Berge, haben dort Schutz gesucht und jüngere Leute haben sie dort auch verteidigt, wieder auch über mehrere Stunden. Sogenannte Islamische Staat wurde mehrfach zurückgeschlagen, genau, hat im Endeffekt dann aber trotzdem die Überhand gewonnen, weil einfach die Leute haben, bis halt die Munition zu Ende war, im Endeffekt sich überall verteidigt und auch dort wurden alle Leute dann umgebracht, die eben nicht es weiter geschafft hatten in die Berge. Und dort sind es auch ein sehr, sehr wichtiger Ort, wo auch immer wieder den Leuten gedacht wird. Und ja, wo aber auch wieder eben der Tempel neu aufgebaut wurde und das sehr, sehr wichtig ist für die Menschen. Das ist Kocho. Kocho war sehr, sehr viel mehr in den Medien hier. Da hat Nadia Murad auf jeden Fall sehr viel zu beigetragen, die ihre Geschichte erzählt hat, die auch im EU-Parlament mehr öfter gesprochen hat. Und auch da, also der Friedhof ist relativ neu, der wurde 1-2 Monate gemacht, bevor wir dorthin gekommen sind. Dort wurden 104 Menschen jetzt DNA zugeordnet. Das heißt, den Menschen war es endlich möglich, ihre Verwandten zu bestatten. Kocho war das größte Massaker in ganz Schengal. Und dort wurden ungefähr um die 400 Männer umgebracht, 19 haben überlebt und 850 Frauen und Kinder gefangen genommen. Die Mütter wurden dann, also die älteren Frauen wurden dann an einen anderen Ort gebracht. Ah nee, mach mal eins weiter. Genau, an einen anderen Ort gebracht. Der Ort wird umgangssprachlich dann noch Mother Grave genannt und dort wurden eben auch, das war früher eine alte Schule, wurden die ganzen älteren Frauen dann umgebracht, die eben nicht verkauft oder werden konnten oder wollten. Also von dem sogenannten Islamischen Staat als, genau, nicht als, ja, wie sagt man, die nicht weiterverkauft werden konnten. Zurück eins bitte. Genau, hier sieht man Mirza, das haben wir auch besucht, das ist tatsächlich eine Basis vom Islamischen Staat dann gewesen und in diesem haben sie quasi ein Tunnelsystem aufgebaut, dass sie in die anderen Dörfer drumherum, also alle Dörfer, die ich gerade, über die ich gesprochen habe, liegen da drumherum und sie haben da echt einen mehrere hundert Meter langen Tunnel in jedes Dorf sozusagen ausgegraben, also aus militärischer Strategie und das ist eben Teil von dieser, dieser gesamten militärischen Anlage. Da sind auch noch andere Bilder, es gibt noch so Zeichnungen in der Wand, wo auch dann die Kindersoldaten für den Islamischen Staat trainiert wurden. Das ist auf jeden Fall auch ein sehr krasser Ort. Genau, das war jetzt in der Zeit, wo wir da waren, im Dorf Hadan. Verschiedene NGOs, verschiedene Menschen von dort versuchen eben die Massengräber zu öffnen und die DNA zu bestimmen. Und da war eben eine Öffnung von einem Massengrab, wo jetzt sozusagen der Prozess beginnt, die DNA zu bestimmen. Das ist ein Prozess von mehreren Monaten bis Jahren, wieder auch wegen den Mitteln. Und genau, es waren sehr, sehr viele Vertreterinnen von NGOs da, aber vor allem sehr viele Menschen von vor Ort, für die es eben ein sehr wichtiger Schritt ist, um auch eine Verarbeitung der Trauer zu machen. Genau, das wäre das zum Genozid. Ich glaube, dass es, das war jetzt sehr schnell, sehr, ja, sehr schnell. Es ist Teil der Realität, es ist jeden Tag präsent. Es ist einfach wichtig, das sich auch immer wieder bewusst zu machen. Deswegen ist uns das auch wichtig zu zeigen und zu sagen und es ist auch den Menschen dort wichtig gewesen und eben natürlich einmal die krasse Grausamkeit des sogenannten Islamischen Staates zu zeigen, aber auf der anderen Seite eben auch den Widerstand und den Willen der Bevölkerung aufzuzeigen, sich dagegen zu wehren und das ist auch wichtig zu verstehen für jetzt die Situation, weil eben daraus auch ganz, ganz viel entstanden ist, aus dieser, ja, im Stich gelassen zu werden von zum Beispiel dem irakischen Staat, der kurdischen Regionalregierung, ist überhaupt erst der Wille entstanden, sich selber zu verwalten und wirklich was aufzubauen. Und genau, das ist ein Kollege von uns sozusagen, ein Kollege und ein guter Freund. Das ist Ibrahim Ezidi. Und wir haben ihn jetzt im Nachhinein gebeten, auch nochmal was zu sagen, warum die Selbstverwaltung für sie vor Ort so wichtig ist und genau, was die Selbstverwaltung für ihn ausmacht. Und er hat uns dieses Video mit ganz lieben Grüßen geschickt. Und genau, das würden wir auch gerne teilen. Das ist untertitelt. Ich hoffe, ihr könnt das alle das können alle lesen. Slavo res juera.
سیستما نو هاتی دانین یه چهام بیش سیستما گانو پشتی فرمانا سه تابخ 2014 ایریشا داشه اثرشنگاله سیستما رهبری خسیر یه جی نتایج دموکراتیک دشنگاله دا ازدیا او اساس گرد اول سری اساسی خوا رخستن کردن یعنی اف سیستم ازدیا خوب خدا آوا کردن هم عالی پاراستنی دا عالی خدمتگزاری و عالی جوکی دژی سازی و دستگاه خوا دانا آوا کردن جبو کاربن ریل بر فرمانه بگیرن اف سیستم هات آوا کردن د بهاری مجیده یعنی وقتی کم دو شوپینن ازدی دکارن د چارچوبه و سیستم دا خوا رخستن بکن و ریل بر فرمانه بگیرن جبر بریا نه ازدی جالی پارتیان سیاسی و الیان در و تایبت حکومت باشور کردستان پدکی و دهاتن ره و برین لی ازدی راستی فرمان دهاتن ازدی نه دهاتن پاراستن و دالی خدمتگزاری دژی پسکریکن ازدیا اوشنگاله هبون سیستم هاتی آواکرین سیستم که گریدای خلک شنگاله یا دوی سیستم ده خلک شنگاله خوب خوا خوب ره و دوی یک جوان امکارین بیجن پاراستن زاروکن ازدی کچو جنن ازدی کالو پیرن ازدی دناف هزن پاراستن یه بشه و یه جشه و آسایش ازد خانه ده خور ریخستنید کن اول سروی اساسی پاراستن حریم خود کن هر سا آلی خزمتگزاری شاردداری ینجی آواکرنا شنگاله ده افسازی کشگل هاتینا آواکرن دیس خلک شنگاله ها و زاروکن ازدیا و پیکاتی دیجی نتین ازدی عربن جی یعنی ازیدی بسلمان به هفرا پسکری کن خوین هی چاره سرت کن دالی خدمت گزاری ده عادی مجلسین گل لهمو گندو نابچه هاتین آواکرین اف مجلس جی بکار روزانه را پسکری کت گل را مشغول بین اف مجلس تمثیل گلن گل سردانا وان مجلسات که اول سر ویاساسی دما پیوستی وان هبن یعنی پسکریکن وان هبن دچین وان مجلس را پاروت کن و اندامین مجلس کوزانه بونا وان های دوان پسکریکن جواکی دا بریا مجلسی تینا چاره سر کرن هر وسا آلی آسایش دا جی یعنی اولکاریا هندرین پسکریکن های بریا و آسایش تینا چاره سر کرن جشونا کو ام بیژن پسکریکن های بچن دالی دولتی دا و بشوکی قانونی و ام بیژن محکمه یعنی دادگاه بینه چاره سر کرن وکو عشایری یعنی بشوکی جواکی به افکاری آسایش و سازین رویبری خسر تایبید مجلسا اف پسکریکن های تینه چاره سر کرن نه ده حال حاضر دا ام بیژن ده همون ملا دا خلق شنگاله و رویبری خسر شنگاله خواه برهود به افجی سیستم که نویا اف سیستم یعنی جگل گل داخواز خواهلی کومد که پشتی وی داخواز خواهد چن دگهینینا مجلسین شاخا اف مجلس جی گریدای مجلس خواسریا دیموکراتیک آشنگاله نه مجلس خواسریا دیموکراتیک آشنگاله تمثیل همو شنگالت که و همو سازین دشنگاله ده گریدای مجلس خواسریا دیموکراتیک آشنگاله نه گل داخواز خواهد گهین هر مجلس حریم خواه گل امینه که امبیجن خلق دوگوره و پسکره کن خواهین های گهین مجلس دوگوره و پشتی ویجی یعنی های دو جاره جوینا دسته رویبر و مجلس خسریه دیموکراتیک شنگاله چید به داخوازین گل یعن که حاتینه بردست مجلس شاخه دچن دوی رویبر یا خسر دسته رویبر ده تینه نقاش کرن لسر و بریار تی داین او دخواز خلکی به وی شوازی تینا اپیکانین او وی شوازی نها یعنی شنگال تی ابره و برین او شواز ام بجن توکس جدر و نای شنگالی بره و نابی همو ره و برنا شنگالی پارستن اوی دست خلک شنگالو جواکا ازیدی او پیکاتی دیجی دیا او ام بجن هری من شنگالی پرانی آن ازیدی نه همال آلی سینور جی گوندن عربا هنه دهندر شنگاله دجی شیعه هنه کوجی بسلمانن به همان شیوی رویبری خسر شنگاله خدمت اواند که او به هفرا دکارن شنگاله که آزاد او کوجالی گل و ببره و برین
نها شنگال سروی اساسی تی ابری و برین و سیستم که باشه حتی هنه که نها پرانی خلق شنگال اف سیستم اری کرینا دا خواز و هیویوان جی اوه که فرمی جی دا علی نفنتوی دا افری و بری بیتا ناس کرین و دا که کاربین کاری خواه و خزمت خواهش بو خلق برفرهتر بکن نها سیستم اف 8 سالین خواب خواه خواب ریوت بی جالی نفنتوی و جالی حکومت عراقی و جی دستک جوان را نهات یا داین علی کاری او نه هاتیا کرین یک جدا خوازن سرکی خلق شنگاله او تایبتی دولت در و یان یکتی اروپا و سیستم قبول بکنه اگر سیستم بیت قبول کرین قر کرین و جنوساید لسر جواکا ایزدی ایدی بداوی دبن Das war jetzt sehr generell gehalten. Über das System der Selbstverwaltung könnte man 2 Stunden eine eigene Präsentation machen, weil es einfach wirklich versucht, alle Lebensbereiche auch zu umfassen. Ich kann nur mal aufzählen, also es beschäftigt sich mit der Wirtschaft, es wird versucht, Kooperativen in der Region aufzubauen. Es beschäftigt sich mit der Sicherheit, was gerade gesagt wurde, also ein sehr, sehr großes Anliegen der jesidischen Bevölkerung ist eben, dass nicht die sowohl nicht die irakische Armee als auch nicht die Peschmerga der kurdischen Autonomieregierung, sie für die Verteidigung zuständig sind, weil es besteht weiterhin die Gefahr von Angriffen, weiterhin die Gefahr von Genoziden, sondern sie eben selber die Möglichkeit haben, sich zu verteidigen. Das ist wirklich ein ganz, ganz großer Punkt von den Menschen. Und ich glaube, in der Historie von dem Genozid, dass eben so viel, also dass sie eben im Stich gelassen wurden von genau diesen Kräften, ist das auch sehr, sehr verständlich. Auf der anderen Seite versuchen sie, ein Bildungssystem aufzubauen. Es ist so, dass in den Schulen, in den irakischen Schulen vor allem hauptsächlich Arabisch unterrichtet wird, arabische Schrift auch gelernt wird, die Menschen aber Kurdisch sprechen, zu Hause in ihren Familien und Kurdisch und ihre Muttersprache lernen wollen. Das ist ein sehr, sehr großer Punkt, wo versucht wird, verschiedene, ja, dann eigentlich Schulen aufzubauen, den Kindern die Möglichkeit zu geben, eben in ihrer Muttersprache zu lernen. Und das ist natürlich auch was, was anerkannt werden muss, damit sie dann auch weiter mit dieser Bildung weiterhin studieren können zum Beispiel. Das ist noch ein sehr großes Problem. Dann ist natürlich ein ganz, ganz großer Punkt die Religion und die Kultur. Also all diese Genozide hatten natürlich auch zum Ziel, die Menschen zu vernichten, aber eben auch die Kultur und die Religion. Und deswegen ist es ein sehr zentraler Punkt in der jesidischen Gesellschaft, das zu schützen und das weiterzugeben. Und das passiert auch sehr, sehr viel über Kunst und Kultur. Und es ist auf jeden Fall sehr interessant gewesen zu sehen, dass auf der einen Seite ganz, ganz viele alte Elemente versucht werden weiterzugeben, weil sie natürlich am Leben gehalten werden sollen und gleichzeitig aber es auch eine neue Generation gibt, die auch was Neues erschaffen will und das eben in Kombinationen einfach sehr sehr schön ist zu sehen, dass es möglich ist. Also, dass diese alten Sachen weiterleben und trotzdem eine neue Generation auch die Möglichkeit hat, Sachen zu verändern, eigene Sachen reinzubringen und sich auch eine Gesellschaft aufzubauen, in der sie auch leben wollen in der Zukunft. Dann weiterhin sitzt natürlich Diplomatie ein wichtiger Punkt. Es geht viel um die Anerkennung der Selbstverwaltung, das wurde ja auch in dem Video gesagt, weil sehr, sehr viele Probleme einfach daher kommen, dass es eben nicht anerkannt wird, also weder von der irakischen Regierung noch von der internationalen Gemeinschaft. Das bringt verschiedene Probleme mit sich, einmal finanziell, aber natürlich auch in dem politischen Standpunkt. Und ich glaube, sehr, sehr wichtig da zu sagen ist, dass die jesidische Bevölkerung sich keinen eigenen Staat aufbauen will, sondern ein autonomes Gebiet haben will, wo sie wirklich selber, selber sich verwalten kann. Also wir haben auch sehr, sehr viele irakische Institutionen besucht zum Beispiel und die meisten Menschen kommen einfach gar nicht aus Schengal selbst, sondern kommen zum Beispiel aus Bagdad oder Mosul. Die aus Mosul kommen, die fahren dann immer wieder auch nach Hause. Also man sieht einfach, dass ganz, ganz viel von außen kommt, das verwaltet wird und die Menschen selber dort aber eigentlich gar nicht leben oder gar nicht eigentlich wissen, was die Menschen dort brauchen, weil sie gar nicht aus dieser Region selber kommen. Und das ist eben etwas, was sehr viel eingefordert wird, dass diese Selbstverwaltung eben anerkannt werden muss. Dann natürlich die Stadtverwaltung, Strom, Wasser und so weiter. Das will alles organisiert werden. Die Versorgung ist relativ schlecht. Also das ist auch ein großes Problem für zum Beispiel die Krankenhäuser, die Gesundheitsversorgung. Auch das ist sehr, sehr prekär. Die meisten Menschen sind, als die Grenzen noch offen waren, sehr oft nach Syrien gefahren. Jetzt gerade werden die Grenzen dort zugemacht mit einer sehr großen Mauer, was den Menschen sehr viel Angst macht. Oder die Leute müssen eben nach Mosul fahren, was aber auch immer mit sehr viel Geld und sehr viel Aufwand verbunden ist.
Und was auch ein sehr großes Thema ist, ist natürlich die Menschen, die umgekommen sind. Also sowohl im Widerstand gegen die Angriffe gegen den islamischen Staat, als auch genau die vom islamischen Staat entführt und verschleppt wurden. Und es gibt verschiedene Institutionen auch, und trotzdem auch die sind sehr prekär besetzt, die Unterstützung leisten, auch die Frauen zu suchen und zurück in die Gesellschaft zu bringen. Und als wir da waren zum Beispiel, ist auch gerade eine Frau wieder zurückgekommen, und die Familie ist gekommen, und das wird eben von dort Leuten vor Ort organisiert. Genau, das ist jetzt sehr, sehr kurz zur Selbstverwaltung. Ich glaube, es ist einfach relativ, ja, wenig Zeit für sehr, sehr viele Informationen. Ich glaube, wir würden unglaublich gerne noch mehr teilen, weil wir auch sehr, sehr breit recherchiert haben, sehr, sehr viel versucht haben, überhaupt erstmal die Situation im Gesamten zu verstehen, und es uns manchmal sehr schwer fällt, dann so fokussiert einzelne Informationen nur weiterzugeben. Das merkt man vielleicht auch. Ein anderer Punkt, auf den wir aber eingehen wollen, sind auf jeden Fall die türkischen Angriffe. Das ist gerade im Moment von der Gesellschaft das größte Problem. Das wurde uns immer wieder gesagt, und das haben wir auch selber mitbekommen. Also zu den ersten Treffen, wo wir gefahren sind, es sind einfach im Himmel, genau, 24/7 hört sich immer so ein bisschen platt an, aber es ist tatsächlich quasi so Drohnen in der Luft, also Drohnen, die auch bewaffnet sind. Und das ist auf jeden Fall was, an das wir uns sehr stark gewöhnen mussten und trotzdem die Bevölkerung damit lebt. Also sehr, sehr viele haben gesagt, wenn wir darauf achten würden, dann könnten wir halt nicht mehr leben, dann könnten wir nichts mehr machen, weil es ist eine permanente Bedrohung. Und sie empfinden das auch als eine Bedrohung gegen sich als Person und nicht nur gegen die militärischen Strukturen. Das ist einfach sehr, sehr präsent und ist auf der einen Seite natürlich ein psychischer, mentaler Angriff, aber auf der anderen Seite auch ein ganz realer. Also seit 2017, da gab es die ersten Bombardierungen auch der Türkei. Bis heute, ich muss die Zahl kurz suchen, bis heute auch mit gezielten Drohnenangriffen, die meistens Menschen aus der jesidischen Gesellschaft treffen, die bestimmte Ideale vertreten, die für die Selbstverwaltung stehen, die für die Selbstverteidigung stehen, die für die Menschen einen sehr starken Bezug haben und eine sehr große Hoffnung darstellen, werden gezielt von der Türkei ermordet. Und seit 2017 waren das eben 28 Menschen, zwei davon, als wir auch vor Ort waren. Genau, ganz bei uns in der Nähe, und eine andere Person kurz bevor wir dort angekommen sind. Das auf die Person würde ich gleich auch nochmal ganz kurz eingehen, weil es eine sehr zentrale Person in Schengal war. Und auch da haben wir ein kleines Video vorbereitet. Das ist so eine gemeinsam entstanden mit Jugendlichen auch dort vor Ort. Es ist, wie gesagt, es ist nicht fertig. Wir haben zusammen rumprobiert auf jeden Fall und auch so ein bisschen geguckt, dass wir das als Projekt zusammen machen. Und deswegen sind da einfach noch so ein paar Sachen noch nicht so ganz, passen noch nicht so ganz, aber wir wollten es trotzdem gerne zeigen und werden daran weiterarbeiten. Das geht um ein Krankenhaus, was bombardiert wurde im August 2021. Wir waren dort und haben eine Person interviewt, die diese Bombardierung überlebt hat. Navi Maabdiye, Azirve Nakhoshkhani da mekaret gir. Da zaru charda da hishka masalan erisha da ashadi sir shingale. Nakhoshe vedere masalan zahabun re hamu ha nagirdan nikari nakhoshe khob dare ke da babin birindar. Haka che buwana nikari dare ke da babin. Majboor bun masalan nakhoshe khobu mashinin birindar khod darman bikin. یعنی شنگه و جوه دمه و وی کارید کرد. مکاره تندرستی نگر بوجی بری فرمانه مکاره تندرستی نگر بود. از روی غرفه دمون علی و علی رست در کرد. چگلی دایی برم مجال نبود دریج برو بود. من کاری زیر فرا در کردم روی علی را در کردم دیوار قلبو زیر را در کردم بر ملت تحت ویدریجی خلق تحت ویدری ملت تحت ویدری
اما بشتی مثلا یکی فکر او فکر ند کرد هریشه که سر مستشفی چه بیش بر مستشفی دنیای ده مثلا هریش سر مستشفی چه ناوه نو کارک انسانیت کن یکی ندید یه سر او بوینه یعنی دولتا ترگ مثلا انسانتی رو بانی نتشته که مثلا انسانتی رو بانی نکی درجی بکوا بروانده مثلا اولی بده یک سر نا پیوه چرا تشتاد کنه حجت تشتاد کنه حجت بیشن نزا امر کید دن و نزا کید دن نراست بیشن او ریز دیاد دن مثلا او خلقه شنگالب خود دن یعنی اف مستشفا که کیر وی مستشفی ده نو او مالبات شهیده همو کر وی درینه همو خلقه وی درینه یعنی او تشتاد کنه حجت حتا کاربن وی دری بده مثلا او یک جی دنگه خواه جیران ناکه او تشتاد بیشن نزا ما تشتاد کنه حجت همو باورت کن بس ما تشتگی و سانین یعنی دولت عراق و مثلا اوجی مثلا فی تشتیره مثلا خوغرت کن اوجی جاوی خوغرت کن دولت عراق بخوا زانه افتر مثلا مستشفا بو او بخوا روجانه عسکریوان تاتا ویدر محلاج دایت نه هنگ مالج ویدر و نگری آینه نب تمامتی و گری آینه و چلو وگری مثلا و چلو وگری که نه مستشفا هبی نه نکار بن نه خوشگی وان چه بب نکید یعنی اون کان وگری هاکا مثلا تشته وسا چه نه بانا نه اف مال همو که تجیبون درک والا نه ما و خلق وگری ابو جیخ تشته کی گله کی زحمتا چرا ام فرد میرن مثلا والی مال میرم او روشی ما بری در باز کرید میرام دین کار مرفی داری پیگرا کرید یعنی افتشت یعنی لازم به مثلا دنیا جی چاوی خوشی روی تشتی را نگرید Genau, das war eins der Projekte, wo wir so zugearbeitet haben. Genau, wir hatten sehr viele angefangene Projekte, gerade auch mit vielen verschiedenen Menschen von vor Ort, die daran gearbeitet haben, auch mit anderen Journalisten vor Ort, also isidischen Journalistinnen. Und das war jetzt so ein kleiner Teil, das war alles jetzt so ein bisschen angerissen. Ihr könnt ja, wenn ihr nochmal konkretere Fragen zu bestimmten Themen habt, also seien es die türkischen Angriffe, sei es die Selbstverwaltung, die Geschichte, auf jeden Fall auch gleich gerne nochmal nachfragen. Aber genau, wir würden tendenziell den Part von uns jetzt beenden, also den wir vorbereitet haben und an dich übergeben. Ja, vielen herzlichen Dank für eure sehr genaue und eindringliche und Einblick und Hinführung und auch für das Teilen von euren Arbeiten und dem zu Wort kommen lassen von den Personen von vor Ort, sodass eben auch deren Stimmen ein direktes Zeugnis von dem, was dort passiert ist und was weiterhin passiert, eben auch hier gehört wird. Ich hatte das anfangs schon angeführt. Wir würden jetzt auch nochmal so einen Sprung machen. Und zwar, ihr hattet das in euren Inputs schon mal so ein bisschen erwähnt. Es ist die nach wie vor aktive Rolle des türkischen Staates gefallen. Es ist aber auch so ein bisschen indirekt Deutschlands Rolle gefallen. Und vielleicht nur so ein kurzes Refreshing von unserem Gedächtnis seien jetzt hier vier Bilder kurz gezeigt. Es ist einmal das Bild links von Afrin, einer Region in Nordsyrien, wohin die türkische Regierung eine Invasion angeführt hat vor 4 Jahren. Kurze Zeit später hat unser Ex-Außenminister Sigmar Gabriel unten seinen türkischen Amtskollegen in seiner Wohnung in Goslar empfangen. Vor kurzem hat die jetzige Außenministerin den gleichen türkischen Außenminister in Brüssel empfangen, der wenige Tage später auf Staatsvisite in Montevideo in Uruguay am Jahrestag des Genozids an der armenischen Bevölkerung den faschistischen Wolfsgruß aus seiner
Limousine, sicherlich gepanzert, heraus gemacht hat, gezeigt hat. Wir zeigen hier diese Bilderreihe vor allem so ein bisschen auf diese Art von Freundschaft hinzuweisen, die der deutsche Staat pflegt, die sich sicherlich nicht nur allein im Chai-Trinken erübrigt, sondern eben auch durch diese Präsenz von Panzern, wie auf diesem Bild zu sehen. Das ist kein normaler Panzer, das ist ein Panzer, und ich zitiere hier von einem Hersteller, der leistungsfähigste Kampfpanzer der Welt und zugleich das Waffensystem mit der größten internationalen Verbreitung. Deutsche Produktion at its best. Hinter diesem Panzer, der Leopard-Panzer, steht das Unternehmen Krauss-Maffei-Wegmann mit Sitz in München und in einem gemeinsamen Joint-Venture-Unternehmen Rheinmetall mit Sitz in Düsseldorf. Das Interessante daran ist sicherlich, dass in Deutschland produzierte Panzer an die türkische Regierung verkauft und später bei einer auch als völkerrechtswidrig deklarierten Invasion in einem Angriffskrieg seitens des türkischen Staates dann genau diese Panzer benutzt worden sind. Rheinmetall erfreut sich zurzeit an einem Boom. Allein letzte Woche in einem Interview im Handelsblatt sprach der Geschäftsführer Armin Pappberger davon, dass in den kommenden Jahren eine Wachstumsrate von über 20% zu erwarten sei. Und zwischen diesen Akteuren knistert es natürlich auch immer mal wieder. Auch solche Rüstungsbeziehungen sind nicht gänzlich konfliktfrei. Hat Pappberger gestern angekündigt, und das hat den Partner Krauss-Maffei sicherlich sehr erzürnt, eine neue Panzergeneration bauen lassen zu wollen. Der Nachfolger, das Nachfolgerprodukt von dem Leopard-Panzer sein wird, mit dem sicherlich sehr plakativen Namen Panther. Die Sache ist jetzt, das ist jetzt nicht nur ein deutsches Unternehmen, das hat nicht nur irgendwas mit uns zu tun, sondern das wird natürlich eben auch hier hierzulande produziert. Rheinmetall führt eine Produktionsstätte bei Kassel, wo dort das Kompetenzzentrum für taktische Radfahrzeuge ist. Zitat von dem Hersteller. Und Kassel, wie wir sicherlich alle irgendwie mit oder wissen, ist natürlich Austragungsort von der Documenta auch diesen Jahres. Das ist die 15. Documenta, Documenta 15, die von einem indonesischen KünstlerInnen-Kollektiv kuratiert wird und unter dem Motto der Nachhaltigkeit und gegenüber der Welt und der Bevölkerung, was ein hehres Motto ist, zweifellos, aber mit Blick eben auf diesen Produktionsstandort von Rheinmetall dann doch etwas skurril wirkt, wenn man bedenkt, dass vor allem Militärakteure zu den größten Umweltverschmutzer dieser Welt gehören, weil nicht den gleichen gesetzlichen Regelungen unterworfen wie zivile, demokratische Unternehmen und sonstigen Akteure. Diese Documenta findet den ganzen Sommer statt. Es ist die weltweit größte Ausstellung für zeitgenössische Kunst. Auf der Documenta wird es nicht nur Kunst zu sehen sein, sondern eben auch so etwas wie ein Aktionscamp, eine Aktionskonferenz über mehrere Tage, wozu wir euch herzlichst einladen wollen, organisiert von dem Zusammenschluss Rheinmetall Entwaffnen, denn zu etwas anderem wird diese Kooperation sicherlich nicht fungieren können. Und ihr seht das, dass eine ganze Woche geplant ist zwischen Vorträgen, Workshops, einem Aktionstag, Demonstration Ende August und Anfang September bei beschaulich spätsommerlichen Temperaturen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das auf diesem Aktionsbild ein Golfschläger ist, um dann golfen zu gehen, aber es wird sicherlich auch abwechslungsreich sein. Ihr könnt euch ja dann unter Rheinmetall Entwaffnen auf den gängigen Social Media Accounts oder auf der Homepage oder wenn ihr uns folgt von der interventionistischen Linken weiterhin up to date bleiben.
Um jetzt aber trotzdem nochmal den Sprung zurückzumachen und die Linie zu euch zu ziehen. Und ihr habt das natürlich jetzt schon mal so ein bisschen angedeutet. Also, hier findet eine Waffenproduktion statt, es findet der Export statt, es finden nach wie vor Angriffe statt gegen die Bevölkerung vor Ort, gegen die Selbstverwaltung. Was würde es eigentlich konkret ändern, wenn Staaten wie Deutschland oder supranationale Strukturen wie die Europäische Union diese Autonomie und diese Selbstverwaltung eigentlich anerkennen würden? Was für politische Konsequenzen hätte das für die Leute vor Ort und vielleicht auch für diese freundschaftliche Bande, die man mit dubiosen Persönlichkeiten gerne pflegt? Ja, ich würde sagen, es wird nicht die Probleme lösen, denn es gibt sehr, sehr viele, auf sehr, sehr vielen verschiedenen Ebenen natürlich Problematiken. Dennoch wäre es ein Teil von einer Problemlösung und deswegen sagen wir auch immer, alle sind dafür mitverantwortlich in einer gewissen Weise und deswegen war es uns auch wichtig, einfach generell über die Situation zu informieren. Die jesidische Bevölkerung kämpft nicht nur für die Anerkennung der Selbstverwaltung, sondern auch erstmal ganz, ganz grundlegend für die Anerkennung des Genozids. Auch Deutschland hat den Genozid noch nicht als solchen anerkannt und das ist einfach auch die Grundlage dessen, damit einen Umgang zu finden. Damit sind natürlich ökonomische Sachen verbunden, aber auch eine Mentalität, einen Umgang damit verbunden. Also eine Anerkennung des Genozids bedeutet im Weiteren eigentlich auch eine Anerkennung der Selbstverwaltung, denn alles, was wir gesehen haben, das wäre meine Analyse, was jetzt aufgebaut wird, ist eine Konsequenz auch aus diesem Genozid und nicht nur diesem Genozid, sondern auch den Genoziden davor. Und das ist der Punkt, an dem die jesidische Bevölkerung gesagt hat, wir wollen es anders machen, wir wollen ein anderes Leben führen. Und dafür müssen wir uns selbst verwalten. Deswegen würde das, glaube ich, auf der einen Seite generell den Menschen von Ort einfach eine Stärke geben, zu sehen, dass auch andere Menschen diesen Wunsch und diesen Willen anerkennen. Auf der anderen Seite würde das natürlich einen ganz anderen Standpunkt bedeuten, sowohl auf einer diplomatischen Ebene als auch auf einer politischen Ebene. Und es ist keine Forderung, die sehr abwegig ist. Die irakische Verfassung sehr, sehr klar vorsieht eigentlich, dass verschiedene Bevölkerungsgruppen auch Autonomie ausrufen können, wie das auch in dem Fall der kurdischen Autonomieregion im Norden des Iraks passiert ist. Eigentlich macht die jesidische Bevölkerung gerade nichts anderes, als auf ihr Recht zu plädieren, eben auch eine autonome Regierung zu haben und ein autonomes Gebiet zu haben. Und das würde eben bedeuten, zum Beispiel ein Bildungssystem aufbauen zu können, in dem die Menschen in ihrer Muttersprache lernen können. Das würde bedeuten, sich ein Gesundheitssystem aufzubauen. Das würde bedeuten, auch Unterstützung und Gelder zu bekommen, die Infrastruktur wieder aufzubauen. Und ich glaube, das wäre deswegen auf natürlich einer ganz praktisch ideellen Ebene auf jeden Fall ein Zeichen, das sehr, sehr wichtig ist für die Menschen. Und auf der anderen Seite hat es aber dann noch ganz praktische Auswirkungen. Neben dem natürlich noch, dass die türkischen Angriffe, die ja nicht in der Türkei, also und das wäre genauso schlimm, aber nicht mal in der Türkei stattfinden, sondern in einem anderen Land stattfinden, sehr, sehr unkommentiert bleiben. Also sowohl von der irakischen Regierung, die zwar schon natürlich sagen, dass sie das nicht dulden wollen, aber auch in ihren Möglichkeiten gebunden sind, aber auch natürlich sich nicht in dem Maße dafür einsetzen, solange es eben nur die Schengal-Region ist und nicht die Zentralregion des Iraks. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt darin, wo auch gerade Staaten in Europa eine Rolle spielen. Es war für uns, glaube ich, und da kann ich für uns beide sprechen, natürlich sehr perfide, in Schengal zu sein und jedes Mal, wenn man im Auto sitzt, irgendwie sich Sorgen zu machen, ob man von einer türkischen Drohne getroffen wird, während Erdogan in dem Krieg zwischen der Ukraine, zwischen Russland und der Ukraine der Vermittler ist, der Friedensvermittler. Ich glaube, das war einfach sehr, sehr absurd für uns auch mitzubekommen, weil es einfach so, ja, so widersprüchlich ist und ich glaube, da wäre es einfach ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass die internationale Gemeinschaft einen anderen Standpunkt zur Türkei einnimmt und auch vor allem zu den Angriffen, die die Türkei nicht nur im Irak, sondern eben auch in Syrien macht.
plus gegen die eigene Bevölkerung. Also kleiner Hinweis, ich glaube, genau, Kerem hatte das auch geteilt, gerade sitzen sehr, sehr viele Journalistinnen auch in der Türkei in Haft, ohne Anklage, ohne alles. Das wird immer wieder verlängert und das ist einfach nichts, was jetzt uns zufällig passiert ist, sondern das ist eine Strategie von Systemen, die Angriffe machen und die kritische Berichterstattung verhindern wollen. Danke für diese ausführliche und eindringliche Antwort. Interessant, also wirklich, wie solche für uns vielleicht hier banal erscheinenden Mechanismen wie die einer staatlichen Anerkennung eigentlich dann vor Ort wirklich zu konkreten positiven Auswirkungen und neuen Prozessen führen könnte. Was ich jetzt nochmal so ein bisschen interessant fände, auch so ein bisschen vielleicht auf eure Rolle irgendwie zu sprechen zu kommen und vielleicht an dich gerichtet, Matej, wie ihr als Journalistinnen dahin gekommen seid, ausgerechnet dann aus dieser Region zu berichten, vor allem wenn man berücksichtigt, wie das, was Marlene gerade gesagt hat, dass man im Auto sitzt und ständig diese Sorge einen umtreibt, in der Hoffnung, dass man jetzt nicht von einer türkischen Drohne angegriffen wird. Wie versteht denn ihr denn, Matej, den Journalismus, den ihr vollzieht? So, I mean, why I went there? I heard like after the genocide happened in 2014, I heard about the Yazidi people in Şengel and then about the upbuilding of the self-administration, which I saw as a countering of a big countering and inspirational effect, an inspiration of the effects of the genocide. And plus, it's the Yazidi people are, even without the political and the traumatic experiences they experienced, are different from like from our reality because of the oldness of their culture and the specificity of oral culture. Now the question of journalism is, I mean, like we live in a certain way, we live in different media spheres, like Slovenia, and I'm from Slovenia otherwise. And Germany have, to some extent, different media spheres, so I'll talk more from my perspective. But I think what is mostly common is that we're basically in a NATO media sphere. So there is talk. So when we talk about journalism, we talk about freedom of speech, even as the profession we have codes of ethics that we have to follow, but when we look at the journalism as a societal question, at the institution that run journalism, it's a lot of times a question of, especially in the case of Slovenia, of news agencies. So basically, we have STA, you have, I think, DPA, France has AFP. So basically, most of the news is just recycling of the material provided by the national news agencies, and in this context, a lot of things don't get through. So to put out a different story, especially from a region, as you've been now hearing from 1 hour, that's experiencing pressures internally and externally in the context of Turkey, or which is again part of NATO and the Islamic State, to get a story out, to hear it here, it's very difficult. So the question of how to get journalists out to places that need to be talked about, to the people whose voices need to be heard. The problem is that, I don't know, I mean, I have
like big media houses, when you send somebody to a, what would be called a war zone, even depends, but kinda. It's a question of responsibility, it's a question of insurance, it's a question of who's gonna finance, how long can somebody stay there. Usually it's just a few months, especially if it's not, financially and power interesting region, then you don't have the resources to send somebody there. So the question of embedded journalism comes up because, in a way, mostly freelance, I mean, now there are coming documentaries out slowly about Cengal, but to do a deeper research, which tries to really understand the region, to try to learn the language, it takes time, and to take this time in a position of a lack of resources, which is tied to, as I said, basically nobody would send you there for such a long time, you have to be with somebody there. And with this, I want to kind of picture that even if you are without political convictions, and we rarely are, but even if you are, and if you want to come to the truth, to talk to the truth, to talk about the truth, there are certain material conditions tied to it. And in this context, you have to pick a side. And in this context, it's my position. It's a question of who's being treaded upon and who is resisting the forces that try to destroy the possibility of a life of a people. So I don't know if that answers the question. Maybe I'll stop here. Dankeschön. Eine klare Ansage. Ich erinnere mich so ein bisschen daran, dass in Anlehnung das, was jetzt Mattel gesagt hat, dass vor 4 Jahren der, ich glaube, damalige Redakteur von Monitor, dem ARD-Magazin, Georg Krestle, von einem wertebasierten Journalismus damals sprach und als positive, exemplarische Figur den Journalisten Egon Erwin Kisch genannt hatte, als Positivbeispiel, der sich in den 30er und 40er Jahren bzw. während seiner ganzen Schaffenszeit auf Seite derjenigen gestellt hat, die unterdrückt und geknechtet waren. Und von dieser Position aus oder an deren Seite eben eine Berichterstattung geliefert hat, um eben zu so etwas wie einer kritischen Gegenöffentlichkeit beizutragen. Um diese Fragerunde jetzt von meiner Seite nochmal so abzuschließen und dann auch das Mikrofon euch geben zu wollen, hätte ich noch einen dritten Aspekt, den ich ganz gerne einbringen wollen würde. Und auch das ist schon mal so ein bisschen gefallen, nämlich der Frage des Genozids und eben auch nochmal zu betonen, dass wir es bei dieser ganzen Gemengelage weder um ein lokales noch ein regionales Problem handelt, sondern um ein internationales. Verwiesen war ja schon auf die Rolle der deutschen Waffenfirmen in diesem Falle. An anderer Stelle gibt es noch eine andere Verstrickung, und zwar die Beteiligung von deutschen StaatsbürgerInnen an den Verbrechen des Islamischen Staates an der dortigen Bevölkerung. Wir sind ja hier im netterweise in einem Haus von Medico International, der Frankfurter Hilfs- und Menschenrechtsorganisation, die sich auch seit vielen Jahren vor Ort engagiert an Seiten von der lokalen Bevölkerung. Und worüber sich immer wieder beschwert, beklagt wird, ist die fehlende Verantwortungsübernahme der deutschen Regierung gegenüber den deutschen StaatsbürgerInnen, die dort vor Ort sich den IS-Reihen angeschlossen hatten. Es hat lange Zeit gedauert, bis auch hierzulande Strafprozesse nicht nur initiiert, sondern am Ende dann auch tatsächlich geführt worden sind. Strafprozesse, die in Verurteilung von vier IS-Rückkehrerinnen geführt hat. Sie wurden damals verurteilt zur Beihilfe zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit an der jesidischen Bevölkerung. Und vor einem halben Jahr fand hier in Frankfurt am Main am Oberlandesgericht ein Prozess statt gegen ein
Ehepaar, die beide dem Islamischen Staat angehört haben, und verurteilt wurde der Ehemann wegen Völkermordes, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen. Wir haben also diese juristische Sachlage. Juristisch wird der Völkermord anerkannt, aber auf einer politischen Ebene fehlt nach wie vor dieses klare Statement und diesen klaren Schulterschluss zwischen der deutschen Regierung oder dem Bundestag und der Autonomieregierung dort. Nadia Murad, und ihr hattet auf sie bereits vorhin schon mal verwiesen, ihr erinnert euch an dieses Massaker in einem der Städte, was sie überlebt hat und auch hier in Frankfurt zugegen war als Nebenklägerin in diesem Prozess, der dann zum Urteil des Völkermords dann führte, sprach davon, wie wichtig das eigentlich ist, dass es diese Aufklärung, diese Rechtsprechung und diese Sichtbarkeit gibt. Und trotzdem aber frage ich mich, was könnte denn an der Stelle vielleicht nochmal sich verändern vor Ort mit einer Anerkennung dieses Genozids? Und vor allem angesichts von den aktuellen Ereignissen, die sich zurzeit abspielen, die sich auch abgespielt haben im Zuge eurer Festnahme, also eines erneuten kriegerischen Angriffs seitens der türkischen Regierung und der irakischen Zentralregierung gegen dieses Autonomieprojekt, besteht eigentlich die Gefahr eines neuen Genozids? Maybe to answer first the last part of the question, we can come back later to the point of international recognition of genocide. So there are voices now in Shangal who are saying there are developments which are showing as if the genocide will repeat itself. And now, like at the beginning, you don't really understand what they mean, but slowly, like parts and parts show themselves, and you see the picture that they're painting. And so maybe to talk about the elements of it. First is the wall that we mentioned before. So basically, so the wall, the border between Syria and Iraq is, I think, 600 kilometers long, and about half of it, I think 250 kilometers of it, is now being divided by a wall and a fence, and there's going to be thermal cameras and armed posts to separate Shangal from also the self-administration in Rojava, which in the north and east Syria, which share a similar inspiration in the way they try to organize themselves. Now, this is the problem because, as it was said, the for example, to Hesseke, so a city in northeast Syria, it's like 30-40 minutes to get to the hospital, while Mosul is 3 hours. So the life link to the other place, besides the possibility, if new attacks happen, for the people to flee to safety, is now being cut. The second is I think Marlene was already talking about it, is the slow reemergence of the Islamic State. So for example, in January in Hesseke, which is, as said, like half an hour away, there was one of the biggest attacks since the territorial defeat of the Islamic ISIS on the prison complex where hundreds of Islamic State fighters were being held. The situation was then put under control after a week of fighting by the Syrian Democratic Forces, and many people fell in the process. But for the people in Shangal, this is it's very close, and
That's the second, besides the recurrent more and more sleeper cells attacks from the Islamic State, while the third point is maybe to understand basically why during the time we were caught and after we were detained, there were attacks from the Iraqi army on the positions of the Asayish connected to the self-administration. People and the self-administration in Şengal, they say that this is provoked by Turkey. So all of these elements, they're, for them, are part of the same picture. Because just to understand Iraq is, even the Iraqi media talks about it, they see it as a courtyard for the playing out of geopolitical interests from Iran to Turkey, to the Gulf states, to Europe, United States, Israel, and so onward. And because it has a political stalemate, like I think today or yesterday, the biggest parliamentary party or the supporters of the biggest coalition of parliament, which was trying now to form a government since elections that happened in October, walked out of parliament. So like today or yesterday, I don't know, the political crisis in Iraq deepened even more after 4 months, no, 8 months of stalemate. And this situation is used by foreign powers in this context, the self-administration understands by Turkey to take certain elements of the Iraqi state and pressure them to put pressure on the Yazidi people, because the attacks that were happening on the Asayish checkpoints were done in the same time that Turkey was launching attacks on Iraqi Kurdistan in the north, on the mountains, and in the Syria, where there is the the autonomous administration of North and East Syria. All of these kind of developments for them signal like a sense of dread, and all the time the drones are in the air. And so in this context, when the Baghdad-Erbil deal is being talked about to take away basically their only possibility of self-defense, which is themselves, they cannot accept it. And now for the... Yeah. You want to do the international? Go on. Yeah. To tell you the truth, I can't really, don't really know much. Ich habe das Gefühl, ich würde mich wiederholen. Also ich habe vorhin schon gesagt, dass die Anerkennung sowohl einen ideellen Wert hat, als natürlich auch eine politische Auswirkung hat, weil die Anerkennung des Genozids natürlich mehr bedeuten würde, als nur den Genozid anzuerkennen, sondern eben auch die Auswirkungen und die Entscheidung, die die jesidische Bevölkerung getroffen hat, anzuerkennen. Und das wäre natürlich ein sehr, sehr wichtiger Schritt, und das wäre aber auch ein klarer Schritt, zum Beispiel gegen die Türkei, die das ja ganz klar nicht will, oder auch gegen den irakischen Staat, der das ganz klar nicht will, obwohl es ja eben in der Verfassung vorgesehen ist. Es gab schon verschiedene Orte, die auch eben eine Selbstverwaltung oder eine Autonomie im Irak aufgrund dieser Verfassung angestrebt haben, wo es dann auch Aufstände gab, die auch sehr, sehr stark niedergeschlagen wurden. Das heißt, das alles steht in einem Zusammenhang, und ich glaube aber, und das hat Timo ja auch schon gesagt, dass es einfach auch einen sehr hohen ideellen Wert hat, den Genozid anzuerkennen, weil es einfach das Leid anerkennt, aber eben auch das, was daraus folgt, anerkennt, nämlich, dass die Menschen sich selbst verwalten und verteidigen wollen. Marlene, Matej, herzlichen Dank. Danke euch für das Zuhören. Ihr dürft klatschen. Mhm.
Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe sicherlich ein halbes Dutzend Fragen auf Anhieb, aber damit hier nicht nur ich die Fragen stelle, sondern sich das so ein bisschen auch öffnet für euch, sei das an der Stelle getan. Und wer eine Frage hat, kann sich sehr gerne melden. Wir kriegen das sicherlich geregelt, dass das Mikrofon, eins der Mikrofone zirkuliert, und gerne so präzise und knapp wie, wie möglich und notwendig. Okay, mache ich das einfach. Ja. Hallo, also genau, kurz zum Hintergrund. Ich bin Alicia Lindhoff, ich bin für den Hessischen Rundfunk hier, aber die Frage kommt mir jetzt auch einfach so. Und zwar, ich hatte im Ankündigungstext gelesen, dass ihr dort eigentlich das Ziel hattet, mit dort ein Medienzentrum aufzubauen. Das würde mich noch interessieren, was da genau geplant war, wahrscheinlich auch mit lokalen Journalistinnen und Journalisten. Und auch, ist das ein Grund gewesen, warum ihr jetzt der Regierung ein Dorn im Auge wart? Oder was, was war so gefährlich an eurem Dortsein für die? Das würde mich interessieren. Ich versuche mich kurz zu halten. Genau, also die Idee war, ein Medienzentrum aufzubauen, wie auch richtig angenommen, mit eben auch Journalisten von vor Ort. Also es gab auch eigentlich den Plan, zusammen in einem Medienzentrum zum auch, und das war auch schon alles vorbereitet, dann auch zusammenzuarbeiten. Also natürlich hat die jesidische Bevölkerung ihren eigenen Fernsehsender zum Beispiel. Es wird gerade ein arabischer Fernsehsender noch aufgebaut. Es gibt einen eigenen Radiosender, es gibt eigene Zeitungen, und genau, wir wollten eben Teil davon sein und das zusammen auch aufbauen, weil es natürlich auch langfristig ein Projekt sein sollte. Also es sollte jetzt nicht so sein, dass wir da hinkommen, dann mal kurz berichten und dann wieder gehen, sondern das Ziel war natürlich schon, Strukturen aufzubauen, die dann auch langfristig, und da war eben die Überlegung, auf Englisch und Arabisch über die Situation und die Entwicklung auch berichten können. Genau, es waren auch jesidische Jugendliche auf jeden Fall immer mit uns zusammen. Am Anfang haben die auch noch sehr viel für uns übersetzt, weil natürlich das mit der Sprache auch ein bisschen gedauert hat. Und auch viele einfach Arabisch sprechen, gerade auch die arabische Bevölkerung, weil es eben auch sehr, sehr wichtig ist, dass es nicht nur Jesidinnen im Schengal gibt, sondern eben auch die arabische Bevölkerung. Und dass auch das sehr große Bestrebungen gibt, dass auch ja, das zusammen aufgebaut wird. Und das war auf jeden Fall ein Punkt, und ein Punkt darin war vor allem, dass wir, unsere Überlegung war gar nicht so sehr, dass wir so viel selber zum Beispiel schreiben oder produzieren, sondern wirklich also das zusammen mit den Menschen vor Ort machen einmal, sehr, sehr viel versuchen, die Perspektive von den Menschen dort nach außen zu tragen. Und der Sinn von diesem Medienzentrum war eigentlich auch eine Ansprechbarkeit für Journalistinnen in westlichen Medien, englischsprachigen Medien, auf verschiedenen Sprachen, auch Deutsch, Slowenisch, Französisch, zu schaffen, überhaupt auch Zugang zu Informationen zu bekommen, weil das tatsächlich ja auch nicht so einfach ist. Und ein weiterer Punkt da drin war schon auch, NGOs eben auch diesen Zugang zu geben. An was mangelt es eigentlich? Was wird gebraucht? Was ist das, was die Bevölkerung ja, da aufbaut, und welche Unterstützung wäre dort wichtig? Und dafür war eben die Idee, dieses Medienzentrum aufzubauen. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass dieses Projekt an sich natürlich durch auch das, dass es langfristig angelegt war, nochmal eine größere Gefahr für, oder dass nochmals eine größere Gefahr für die irakische Regierung gesehen wurde, weil es eben nicht, ja, es sollte nicht oberflächlich sein, es sollte nicht kurzfristig sein, es sollte nicht einmal darüber berichten und dann sind die Leute wieder weg, sondern es sollte natürlich eine Tür sein, das langfristig zu machen. Und das hätte natürlich bedeutet, dass langfristig auch über die Angriffe zum Beispiel von der irakischen Armee berichtet wird, dass langfristig über die türkischen Angriffe berichtet wird, dass langfristig über die Bestrebungen der Bevölkerung berichtet wird, sich selbst zu verwalten. Und das ist natürlich was, was verhindert werden sollte. Und das ist ja auch nochmal ganz klar geworden in unserer Verhaftung und auch darin, dass dieses Projekt vor Ort in dem Maße deswegen auch nicht stattfinden konnte, weil es sich eben im Aufbau befunden hat und noch nicht die Langfristigkeit erreicht hatte, die wir eben gerade dabei waren aufzubauen. Weshalb es uns eben auch so wichtig ist, jetzt die Arbeiten nach Möglichkeiten hier fortzuführen. Und natürlich auch
und das ist was, was wir natürlich behalten und was wir aber auch gerne weitergeben können, natürlich jetzt auch gute Kontakte von vor Ort zu JournalistInnen haben, die natürlich weiter daran arbeiten, die Sprache sprechen und somit vielleicht nach Möglichkeit trotzdem so eine Brücke darstellen können, längerfristig das zu machen und natürlich auch anderen JournalistInnen vielleicht so die Möglichkeit zu geben, in die Region zu reisen, was uns leider nicht mehr möglich sein wird. Hallo, warum wurden die Jesidinnen mehrmals von den Peschmergern oder von den dem kurdischen Movement in Stich gelassen und warum wurde der Erbil-Bagdad-Deal, warum wurde also die Kurden oder das ist ja auch ein unterdrücktes Volk, warum gab es da nicht ein besseres Verständnis zu den Jesidinnen? Hallo und vielen Dank erstmal für eure Arbeit, aber auch dafür, dass ihr das hier mit uns teilt. Ich habe nur noch mal weniger eine inhaltliche, aber eine ganz praktische Frage. Es war jetzt viel die Rede davon, was zum Beispiel die Staatengemeinschaft oder auch die Bundesrepublik für die Selbstverwaltung in Schengen machen kann. Ich habe jetzt aber auch mal die Frage so als solidarische Einzelperson, wie kann man denn jetzt mehr oder weniger auch da aktiv werden oder diese Solidarität dann auch praktisch werden lassen? Dankeschön. I will just ich würde mal anfangen. Sorry. Also erstmal zu der ersten Frage. Ich werde da auch versuchen, kurz einzugehen. Du kannst mich sehr, sehr gerne ergänzen. Ich glaube, was auf jeden Fall wichtig ist, und das ist wieder Teil von dem, dass man ja sich erstmal einen Überblick verschaffen muss, dass natürlich sowohl die jesidische Bevölkerung als auch die kurdische Bevölkerung natürlich kein homogener Block sind. Also auch die jesidische Bevölkerung hat verschiedene Dinge erlebt. Also es gibt eine sehr große Diaspora, zum Beispiel in Deutschland, die viele politische Entwicklungen auch nochmal anders sieht als die Menschen in Schengal, als die Menschen, die immer noch in den Camps in Südkurdistan leben oder auch in der Selbstverwaltung in Nordostsyrien. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen. Und die kurdische Autonomieregierung, um die es eben geht, die die Menschen im Stich gelassen hat, ist nochmal eine andere als zum Beispiel die kurdische Bewegung um die Selbstverwaltung zum Beispiel in Nordostsyrien. Und ich glaube, das ist immer ein bisschen komplex, weil sehr, sehr oft dann von den Kurden gesprochen wird und das ist an sich einfach schon falsch, weil das kein homogener Block ist. Ganz klar würde ich sagen, und das ist vieles, was wir hier sagen, geben wir weiter. Also geben wir weiter aus Gesprächen, die wir dort geführt haben und geben wir auch weiter aus Gesprächen, die wir nicht nur mit der jesidischen Bevölkerung geführt haben, sondern wirklich auch mit den Menschen, die in irakischen Institutionen arbeiten. Das vielleicht auch noch zu dem Punkt davor. Es war sehr schwierig, mit irakischen Institutionen zu reden, weil die offizielle Schreiben bekommen haben, dass sie mit Journalisten partout nicht reden sollen oder dürfen. Einige haben das trotzdem gemacht, weil auch sie gesagt haben, ihnen liegen aber die Menschen am Herzen und sie wollen auch auf die Problematiken aufmerksam machen. Und da war schon sehr klar immer der Punkt, dass es in dieser Politik und in diesen Areas, also diese umstrittene Gebiete auf Deutsch übersetzt, dass es nicht um die Menschen geht bei diesen Interessen von sowohl der irakischen Zentralregierung als auch der Autonomieregierung. Und das ist nicht erst nach dem Genozid so gewesen, sondern auch vor dem Genozid schon so gewesen, dass natürlich in den eigenen Gebieten zum Beispiel die Infrastruktur sehr, sehr viel besser ist als zum Beispiel in der Region in Schengal. Also es ist generell so, dass es eine große Lücke gibt und auch schon davor gab, von der irakischen Regierung Verantwortung über diese Region zu nehmen. Gleichzeitig ist es ein sehr, also für die Menschen dort vor Ort Verantwortung zu übernehmen und dafür zu sorgen, dass sie dort ein Leben führen können. Gleichzeitig ist Schengal schon immer ein sehr geostrategischer Ort gewesen. Also in der Lage zwischen Syrien und dem Irak mit den Bergen ist es einfach eine sehr strategische ein sehr strategisches Gebiet und da spielen natürlich auch ökonomische Interessen mit rein von
Erdölquellen und so weiter. Das Gleiche haben wir in Kirkuk. Also der Versuch von den verschiedenen Regierungen eigentlich möglichst viel aus der Region rauszuholen und möglichst wenig da reinzustecken. Und das ist schon was, was sehr, sehr viel von der Bevölkerung kommt. Das Gefühl, dass es eben nicht um die Menschen geht und dass es nur um den Mehrwert der Region geht. Und sobald das aber irgendwie dann nicht mehr im Vergleich steht zu dem, was man rausbekommt, zum Beispiel wenn der sogenannte Islamische Staat angreift, dann geht es da vor allem um die Menschen. Und da ist dann eben dieser Rückzug passiert, also es gibt wirklich sehr, sehr krasse Videos, ich weiß nicht, ob ich die gesehen habe, wo wirklich die Soldaten einfach wegrennen und die Bevölkerung sagt, was macht ihr da, wie könnt ihr das machen? Und das waren sowohl die irakischen Soldaten als auch die kurdische Autonomieregierung, die Soldaten dort. Und das ist eben auch was dann daraus folgt, dass die jesidische Bevölkerung sagt, deswegen müssen wir uns selber verwalten, weil uns geht es eben um uns. Uns geht es um die Menschen, die dort leben und nicht um irgendwelche Ressourcen, nicht um irgendwelche Profite. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großer Grund, warum das eben immer wieder passiert, dass die Menschen vor Ort im Stich gelassen werden und gleichzeitig es ein sehr großes Interesse an der Region gibt und darüber eben ja ein Stück weit verfügen zu können. Und was war die andere Frage? Ah, ja, das ist immer eine gute Frage. Genau, ich glaube, wir haben da ja unseren Standpunkt zu. Ich glaube, es gibt verschiedene Ebenen. Also wir haben uns natürlich entschieden, als Journalistinnen unseren Beitrag zum Beispiel zu leisten. Das bedeutet manchmal die Lage zu berichten, das bedeutet manchmal zu versuchen, eine Gegenöffentlichkeit zu schaffen. Es bedeutet aber auch manchmal mehr. Ich würde schon sagen, dass wir zwar als Journalisten dort waren, dass wir als Journalisten agieren, aber dass wir natürlich auch ein Bedürfnis entwickeln, das noch mehr zu unterstützen, weil es einfach auch nicht ausreicht, nur darüber zu berichten. Gleichzeitig war das der Beitrag, den wir leisten konnten und für den wir uns entschieden haben. Ich glaube, ein anderer Punkt ist auf jeden Fall mit denen haben wir auch öfter Gespräche geführt und zusammengearbeitet, NGOs wirklich von den Menschen vor Ort zu unterstützen. Das ist eine NGO vor allem, die hier auch mit einer NGO zusammenarbeitet, die heißt Women for Justice. Dort heißt sie Yazidi Women Support League, die eben sehr, sehr viel von organisieren, dass Menschen zurückkehren, also dass Frauen zurückkehren können, die Kindergärten organisieren, die Bildung organisieren und die eben auch psychologische Betreuung zum Beispiel organisieren und die auch dabei sind, zum Beispiel die Region wieder aufzuforsten, weil unter verschiedenen Regimen einfach sehr, sehr viel abgeholzt wurde, weshalb es auch sehr, sehr schwierig ist, dort zum Beispiel eine eigene und auch ökologische Ökonomie aufzubauen, also Kooperativen zum Beispiel aufzubauen. Ein anderer Punkt ist natürlich schon, sich zu informieren und auch sich dafür einzusetzen, dass zum Beispiel, darüber haben wir ja viel geredet, der Genozid anerkannt wird, die Selbstverwaltung anerkannt wird. Es gibt jesidische Strukturen sehr, sehr viel in Deutschland. Es gibt auch hier einen jesidischen Fernsehsender zum Beispiel. Ich glaube, es gibt viele verschiedene Wege, das anzuerkennen. Einen Weg hat Timo ja auch schon aufgemacht. Die Waffenexporte sind natürlich auch ein ganz, ganz großes Thema. Es gab auch vor ein paar Jahren Umfragen, dass eigentlich 90% der Menschen gegen den Krieg sind. Und das zeigt ja eigentlich, dass und auch gegen Waffenexporte sind. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, da auch nochmal ein Zeichen zu setzen. Und es gibt dafür eben immer wieder verschiedene Möglichkeiten. Deswegen glaube ich, ist ein Punkt, sich über die Situation zu informieren und dann aber auch einfach seinen Platz da drin zu finden, aktiv zu werden. Und das ist eben auf verschiedenen Ebenen. Genau, soweit vielleicht erstmal. Ich weiß, das ist immer so ein bisschen unbefriedigend, aber ich glaube, es gibt verschiedenste Wege. Und natürlich auch die ES-Prozesse zum Beispiel zu begleiten, die gerade vor allem, glaube ich, in Hamburg stattfinden. Dankeschön. Gibt es weitere Fragen? Ansonsten hätten wir die 2 Stunden voll. Und wir könnten natürlich jetzt auch, und ich hatte es eingangs erwähnt, es wird noch Licht geben, wenn wir hier rausgehen werden, können wir uns natürlich auch bei einer Zigarette und einem Plausch noch weiter in kleineren Krüppchen über dieses Thema austauschen.
Ergo, nochmals herzlichen Dank, Matej, herzlichen Dank, Marlene. Großartig, dass ihr heute hier sein konntet, dass ihr all eure Arbeit und Eindrücke geteilt habt und uns die Möglichkeit gegeben habt, Personen von vor Ort derart nah mitzubekommen. Dankeschön auch an euch, dass ihr an diesem sehr schönen Tag trotzdem den Weg hierher gefunden habt. Und wir sehen uns wieder, vielleicht auch in Kassel. Danke.